Annegret Kramp-Karrenbauer wirkte irgendwie erleichtert im CDU-Vorstand am Morgen. Dabei hatte sie kurz zuvor ein Beben in der Partei ausgelöst. Mit ihrer Erklärung, nicht als Kanzlerkandidatin antreten zu wollen und deshalb auch den Parteivorsitz demnächst abzugeben. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben. Am Ende fehlte ihr der Rückhalt in der eigenen Partei, befeuert durch anhaltende Debatten um die Kanzlerkandidatur. Diese Frage ist trotz zweier Parteitage nicht zur Ruhe gekommen und sollte nach dem Willen einiger offenbar auch für die Zukunft nicht zur Ruhe kommen. Gemeint ist damit wohl auch Friedrich Merz, der als möglicher Nachfolger bereitstünde. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet werden ebenfalls Ambitionen nachgesagt. Ebenso wie Gesundheitsminister Jens Spahn. CSU-Chef Markus Söder hat bislang den Kandidatenposten immer abgelehnt. 2018 läutet AKK die Nach-Merkel-Ära ein. In einer Stichwahl gewinnt sie knapp gegen Friedrich Merz. Die CDU aber bleibt in zwei Lager gespalten. Der konservative Teil stichelt weiter. Dann das Thüringen-Debakel. Bis tief in die Nacht diskutiert sie mit dem CDU-Landesverband, fordert sofortige Neuwahlen und blitzt ab. Führungsschwäche werfen ihr daraufhin ihre Kritiker vor. Von der Kanzlerin kommen nur lobende Worte. Ich habe diese Entscheidung heute mit allergrößtem Respekt zur Kenntnis genommen, sage allerdings auch, dass ich sie bedauere. Trotz des Rückzugs, die Kanzlerin will AKK in ihrem Kabinett als Verteidigungsministerin behalten.